So, da unsere Helden jetzt wieder einigermaßen fit sind, können wir uns hier weiter umgucken. Die Karte sagt, in beiden Richtungen geht es weiter. Okay, gucken wir erstmal im Osten weiter. Das sieht aber fast wie eine Sackgasse aus. Jo, eine Sackgasse. Okay, zurück hier hin und dann einmal links an der Wand. Oh, ihr entdeckt 20 Pflanzen, die irgendwie an Heidekraut erinnern. In Reihe und Glied am Wasser entlang stehen. Heidekraut, davon haben wir gelesen. Wir schauen uns eine bestimmte an. Welche? Nummer 1. Es ist ein ausgesprochen kräftiges Kraut. Zurück und vor. Nummer 2. Ausgesprochen kräftiges Kraut. Nummer 14. Ein ausgesprochen kräftiges Kraut. Okay, wir nehmen uns jetzt einfach 1. Wir rupfen 1 aus, da wissen wir, dass es ein kräftiges Kraut ist. Ihr entdeckt nichts Besonderes, nur dass es sich um eine sehr kräftige Staude handelt. Haben wir die jetzt auch bekommen? Ein Heidekraut. Das geben wir auch mal Mürre, mit den ganzen anderen Krimskrams ja schon. Und tauschen mal gegen die Alraune. So, sie hat nämlich die Kugel, sie hat die Nachrichten. Sie hat ein Netz, das hatten wir auch gefunden, zusammen mit der Nachricht und ein Heidekraut. Apropos Heidekraut, das lese ich mir nochmal durch hier. Gegenstand benutzen. Über die Sonnenpflanze. Obwohl dem Affenverwandt ist sie doch ein eigenständiges Tier und hat gar seltsames Ansicht, da sie manchmal wie ein Mensch sich benehmet. Sie hat eine besondere Bindung zu einem Strauche, einer Form des Heidekrautes, welches jedoch im Sumpfe wachset. Wenn man einen Strauch jätet, verstirbt auch kurz darauf die Ranz. Und es heißet, dass ohne Verwandlungsmagie möglich, dass hohe Verwandlungsmagie möglich, wenn man sie an ihren Strauch bindet, dann zaubert. Oh! Also wenn der Gesuchte jetzt eine Sumpfranz ist, haben wir eventuell gerade sein Kraut rausgezogen und er ist tot umgefallen. Das wäre komisch. Ja. Aber gut, gucken wir uns da mal weiter um. Ganz schön lange Gänge hier und irre verzweigt. Na gut. Ich hätte ja nicht gedacht, dass noch so viel Platz auf der Karte ist. Aber der Sumpf ist ja echt riesig. Oh, was haben wir jetzt? Orks und Zombies. Das ist ja eine skurrile Mischung. Auf den. Warum sind das doch ganz schön viele? Geo hat uns gleich eingekesselt. Du greif mal schnell den an. Gerogon zieht sich dann zurück, hilft Tirek, damit einer möglichst schnell stirbt. Und Talana. Ja, Talana zaubert mal. Kampf Ignifaxius auf den da hinten. Ruhig mit maximaler Stufe. 14 Trefferpunkte, sehr schön. Dann haben wir schon mal hinter den Kriegern keine Gegner. Jedenfalls kurzfristig. Du dahin. Und damit drauf. Sehr schön. Ja, es sind zwar viele, aber sie scheinen nicht viel auszuhalten. Das ist dann schon in Ordnung. Du verwendest erstmal keine Astralenergie mehr. Und ihr haut wieder zu weit auf einen an. Ein Paradepatzer, sehr schön. Du auf den, der ist angeschlagen. Und wieder einer tot. Oh, einer ist durchgebrochen. Du, Angriff. Auf den da. Und Talana macht, was sie als Zweitbestes kann. Einfach mit dem Stock drauf prügeln. Wenn sie denn gleich dran ist. Du geh mal dahin und greif den Ork an. Wenn Talana irgendwann nochmal wieder dran ist. Dann komm schon. Da hast du mal eine Chance, im Nahkampf anzugreifen. Na also. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Ork zwischen Tirek und Gerogon jetzt fliehen würde. Aber na gut, dann halt noch einen Schlag. 3 Trefferpunkte haben gewählt. Auch nicht schlecht. So, du schießt auf den. Schön in die Seite.
Du haust auf den Zombie. Und ein Attackepatzer. Sehr gut. Noch ein Attackepatzer. Das ist ja sehr skurril. Noch ein Patzer und alles auf den Seiten der Gegner. So kann das ruhig weitergehen. Da müssen wir nicht gleich wieder rasten, was ja doch langsam ein wenig lästig wird. Also unsere Helden haben jetzt schon Monate mit der Suche nach dem einen Gesuchten verbracht. Und das war wohl nicht ganz so gedacht. So. Mann, Mann, Mann. Okay, weiter nach Osten. Ein größerer Raum in den Hecken. Und hier geht's zurück. Nee. Dann nehmen wir mal die nächste Abzweigung. Einfach links an der Wand lang und da rein. Eine Sackgasse, eine kleine. Noch eine kleine Sackgasse. Da gehe ich immer mal wieder rein, um zu gucken, ob da nicht doch vielleicht irgendwelche Kräuter wieder versteckt sind. Denn wir können wirklich alles an Ressourcen gebrauchen. Und gerade Kräuter wären echt praktisch, falls mal wieder jemand krank wird. So. Oh, hier waren wir anscheinend noch nicht. Noch mehr. Und hier sind Goblins und Orks diesmal. Auch wieder relativ viele. Ich denke, da werden wir wieder ein, zwei Mal Talana zaubern lassen müssen. Und Myrim vielleicht auch ein Acceleratus. So, du haust erstmal den. Tirik ist gleich umrundet. Talana hat auch schon zwei an sich dran. Das ist gar nicht gut. Du zaubern, Bewegung, Acceleratus auf ihn. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zaubern, Beherrschung, Horiphobos. Horiphobos. Sehr schön. Der flieht schon mal, hat Talana nur noch einen Gegner an sich dran. Und Tirik greift zuerst die Goblins an, weil die recht schnell fallen müssten. Hat er schon ein bisschen Raum zum Atmen. Du haust den Goblin. Und was die Pfeile angeht, haben wir glaube ich auch langsam ein Problem. Du machst Beherrschung Horiphobos auf den anderen. Horiphobos. Sehr gut. Also müssten jetzt beide Orks weglaufen. Genau. Du wieder auf den. Tirik ist wieder eingegesselt. Du machst mal einen Schritt zurück und schießt auf den Goblin. Ein ganz schön zäher Goblin. Also. Der Ork geht auf. Und dann kommen wir gleich Tirik zu Hilfe eilen. Du haust da einfach mal schön mit deinem Stab im Rücken, wie sich das gehört. So, so. Tirik kriegt auch gar nicht so viel Schaden, wie ich gedacht hätte. Also trotz der Abzüge, die seine Axt bringt. Oh, läuft nicht schlecht. Gleich nach dem Kampf wird er erstmal verarztet werden. Und dann gucken wir, ob wir noch ein, zwei Kräuter dabei haben, um das Ganze noch ein wenig abzurunden. So, du schießt auf den. Also ja, Tirik verarzten, gucken, wie viele Pfeile wir noch haben. Gucken, wie unser Kräuterbestand so ist. Und dann eventuell auch Gerigon und Tirik ein Gulmon-Blatt geben, wenn wir da noch genug haben. Denn mit etwas Glück werden wir jetzt mal eine Zeit lang nicht schlafen müssen. So, du auf den. Du wieder auf den. Du gehst aber mal nach hinten. Ich hoffe mal, dass die Orks nicht wiederkommen. Also die, die wir weggescheucht haben. Du gehst auch nach hinten und dann machen wir den Computerkampf an. Computerkampf, die ganze Gruppe berechnen, keine Magie. Jetzt brauchen Myrim und Talana erstmal zwei Runden, um dahin zu laufen. Und bis dahin ist das hoffentlich hier unten schon einigermaßen geregelt. Ein Pfeil ist noch weg. Und sogar Talana kommt noch ran. Na also, immer noch keine Beute. Und oh, Talana sieht nicht gut aus. Was ist denn das? Das wird Wundgift sein.
Talent anwenden, Krankheiten heilen, Talana, Schlachtenfieber. Mürrum hatte die benötigten Kräuter nicht. Nein. Yoruga-Wurzel? Glaube ich. Talent anwenden, Krankheiten heilen, Talana. Nee. Ja, das ist nicht gut. So viel dazu, dass wir jetzt in Ruhe hier den Sumpf weiter erkunden können. Wir werden uns jetzt wieder mal zurückziehen müssen. Aber das machen wir anders. Ich entdecke jetzt noch kurz hier den restlichen Bereich. Und dann machen wir einen kleinen Cut. Und zwischen dieser und nächster Folge laufe ich kurz zur Stadt zurück. Kaufe dann da entweder die Kräuter oder hoffe, dass ich sie unterwegs finde. Und dann melde ich mich hier im Sumpf wieder. Denn ich habe nicht wirklich Lust, jetzt zur Stadt zurückzulaufen, wieder hierher zu laufen. Und dann, ja, die ganze Geschichte hier im Sumpf, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist langsam ein wenig anstrengend für mich geworden. Denn es ist zwar schön, wenn man Herausforderungen hat, aber das ist mir jetzt auch gerade ein wenig zu viel. Gerade weil ich nicht so sehr das Powergaming betrieben habe, rächt sich das jetzt. Und weil ich auch nicht den normalen Weg gegangen bin, wie man das Spiel durchspielt. Aber ja. So, hier waren wir jetzt schon überall. Im Süden waren wir auch. Ja, geht jetzt nur noch im Osten weiter. Also nach Norden rum, weiter nach Norden und dann links rum. Norden. Weiter nach Norden, weiter nach Norden. Weiter nach Norden. Und dann müssten wir hier gleich in den Bereich... Ups, so viel dazu. Jetzt sind wir ganz im Norden. Und jetzt müssten wir gleich in den Bereich sein, wo wir zum ersten Mal hier in das Gebiet reingekommen sind. Genau hier, mit den Heidekräutern. Wir lassen das Kraut sein. Und schreiben hier mal eine Markierung hin. Auch wenn wir sie nicht sehen können. Aber vielleicht können wir uns das so dann merken. Heide. Kraut. Escape. Und gucken wir hier noch ein wenig rum. Ein Kampf wäre noch ganz schick. Und danach könnten wir uns zurückziehen, um Talana zu heilen. Oh. Okay. Hinter dem Echsendorf ist jetzt noch irgendwas anderes. Okay. Oh, da geht's ja raus. Westlich des Sumpfes. Gucken wir mal kurz, wo wir da rauskommen. Routenplanung. Oh, da ist eine Stadt im Nordwesten. Also ein Dörfchen, besser gesagt. Da gucken wir doch mal hin. Das schaffen wir noch bis zum Sonnenuntergang. Und das ist nur eine Herberge. Oder wir könnten ein Boot nehmen. Wir weitermarschieren, abbrechen. Umkehren. Na gut, gehen wir in die Herberge. Ruhen uns da jetzt eine Nacht einigermaßen aus. Schlafsaal, eine Nacht. Jo. Ja, fühlt sich schlechter. Ja, mit Schlachtenfieber ist auch nicht zu spaßen. Obwohl, Stopp, Routenplanung. Wir machen einmal zurück. Zum Sumpf, Stopp. Reiseoption, umdrehen. Und gucken jetzt, ob irgendein Boot fährt in eine Stadt, wo wir uns heilen könnten. Als ihr die Anlegestelle erreicht, seht ihr gerade einen Schiffer, der sein Boot belädt. Er will in 4 Stunden ablegen und würde euch folgende Preise mitnehmen. Allerdings müsst ihr sofort aufs Boot. Tiefhusen 9 Dukaten, Hilvala 12 Dukaten, Norhus 15 Dukaten. Tiefhusen könnten wir hin. 9 Dukaten, haben wir so viel? Nein, haben wir natürlich nicht. Ja, dann halt doch wieder anders. Wir laufen jetzt hier, oder wir gucken mal ganz kurz, wie lange es hier dauern würde, bis wir nach Tiefhusen kommen. Es ist ja gar nicht so weit weg. Ja, sehr schön. Das dauert aber zu lang.